Willkommen zu Ihrem ersten Tag als angehender Lokführer bei der Rätischen Bahn auf der Berliner Linie. Das Bahnhofsgebäude in Tirano wurde 1902 eröffnet und verbindet die Stadt über zwei Bahnhöfe mit Süditalien und dem weitläufigen Engadin in der Ostschweiz. Der Bahnhof ist die südliche Endstation der schmalspurigen Strecke der Rätischen Bahn, die die Fahrgäste über den Berniner Pass bis auf 2253 Meter über dem Meeresspiegel bringt. Dort fehlt eine Streckenkarte. Bringen Sie das in Ordnung, wenn Sie schon mal... Stefan Burri, Leiter der Abteilung Lokführer und Fahrgastbetreuung, würde gerne mit Ihnen sprechen. Folgen Sie den Markierungen, um in den Zug vor seiner Abfahrt einzusteigen. Nehmen Sie Platz, wo immer Sie wollen. Die Berliner Bahn wurde ursprünglich 1908 in kleinen Abschnitten eröffnet und erst 1910 fertiggestellt. Das Ziel war es, einen besseren Zugang zu den Wasserkraftwerken auf dem Berliner Pass zu schaffen und den Tourismus zu fördern. Ursprünglich von der BB betrieben, beliefen sich die Baukosten bis 1915 auf rund 15 Millionen Schweizer Franken. Dadurch geriet die BB in finanzielle Turbulenzen und wurde schließlich 1943 von der Rätischen Bahn übernommen. Der Berliner Express ist eine vierstündige, 144 Kilometer lange Fahrt zwischen der eisigen Schweiz und dem sonnigen Italien, die durch 55 Tunnel und über 196 Brücken führt und alpine Steigungen von bis zu 1:7 aufweist. Am 7. Juli 2008 wurde die Berniner und Albula Bahn, die Teil der Rätischen Bahn ist, aufgrund ihrer herausragenden technischen, architektonischen und ökologischen Entwicklungen in die Liste der UNESCO-Welterbestätten unter dem Namen Rätische Bahn in der Landschaft Albula-Bernina aufgenommen. Entlang der Strecke können die Fahrgäste die schöne Landschaft vom Aussichtspunkt der Alp Grün genießen, den flächenmäßig größten Gletscher der Berniner Gruppe, den Morteratsch, besuchen und das berühmte Kreisviadukt von Brusio erleben. Bei diesem Zug handelt es sich um einen ABE 812 Elektrotriebzug mit dualer Stromversorgung in RHB-Lackierung. Sie wurden erstmals 2009 eingeführt und wurden für die steilen Steigungen der Berniner Gruppe gebaut. Bezwingen Sie das steile Gelände der kalten Schweizer Alpen, während Sie im RHB-Stil durch die unberechenbare Landschaft und die engen Kurven navigieren. Erleben Sie alles, was die Berliner Linie zu bieten hat.